Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 166. Und wir fliegen zum Tempel. Das dauert fast genauso lange, als wenn wir nach Schattrad fliegen. Ich glaub's nicht. Wahrscheinlich fliegt er dann über Schattrad drüber oder so. Naja, auf jeden Fall ist hier dieser Teich von Agonar. Und da ist dieser Oberanführer. Nur, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir den einfach so umnieten können. Das ist die Frage. Ist das mir gerade auffällt, dass wir einen Hut anhaben, der total scheiße aussieht? Das ist die Frage, ob wir den wirklich umhauen können. Aber ich meine schon. So sieht das aus. Ich meine schon, also. Wir probieren es einfach. Wenn nicht, ist es halt so. Ich habe irgendwie im Kopf, dass ich damals jemandem geholfen habe, aber ich weiß nicht, wie groß, ob der 60, 61 war. Ist 70. Oder kleiner, ich weiß nicht. Wir probieren es einfach mal. Jetzt sind wir 66. Falls ihr das auch ausprobieren wollt, wisst ihr dann entweder, okay, das geht oder okay, das geht nicht. Ich bin aufgeregt. Dann fokussiert haben wir nämlich ein ultra tolles Trinket. Können wir mal diesen doofen Blutschwamm austauschen. Oder den Lufferschwamm. Ich glaube, wenn Blutungen entfernt er oder so. Dann kriegen wir nämlich ein tolles Trinket. Ein Mili bzw. ein AP-Trinket. Was ziemlich cool ist. So, dann müssten wir gleich da sein. Ah, ich mag diesen Stall hier nicht. Aber hier waren wir ja schon mal. Ich weiß noch nicht mehr in welcher Folge, aber wir waren hier auf jeden Fall schon mal. Der fast ein One-Hit. Fast. So. Da oben drauf ist der Typ. Ihr will ein Apex gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal ein Random Apex hier in der Scherbenwelt bekommen habe. Gute Frage. Das ist aber der Oberanführer. Wenn wir es schaffen, mal gucken, können wir den theoretisch, ja. 63. Oh, guck mal da. Ich glaube, das war das Schlimme daran. Blöden, die Uschis.
Die waren recht krass. Diesen Feuerregen gemacht. Ich versuche es jetzt. Ah, aber wir pimpen uns einfach mal. Ja, schon ein bisschen mehr Beweglichkeit. Kritische Trefferwertung. Dann haben wir noch Adam Riese. Mal gucken. 429. Das ist echt gut. Das Leben haben wir. Guck mal, was näher zu uns. Ach, jetzt heißt es auch wieder Alberon. Den wir neu gestartet haben quasi. Verlieren und weiter. Gut, hat uns jetzt Silence verpasst, aber das interessiert uns jetzt erstmal recht wenig, würde ich sagen. Aber wie ihr seht, verliert er kaum an Leben. Ups, so Bedrohung. Und langsam geht die Bedrohung von uns hoch. Aber wir können ihn sogar stunnen. Daher kein Thema. Das kriegen wir gleich auch die Arroganz. Dann heilen wir den nochmal mehr. Oh. Okay, jetzt ist der tot. Das war jetzt nicht Teil des Plans. Ja. Nein! Das war auch nicht tolles Plan. Okay. Es ist theoretisch möglich. Aber es ist schwer. Wir lassen das an dieser Stelle. Und upsala. Wir lassen an dieser Stelle das und vielleicht gehen wir dann mit Level 67, 68 nochmal dahin. Versuchen das nochmal. Weil theoretisch, also der hat am Ende hat er den doch recht gut runtergehauen, unseren Überdon. Hätte ich nicht gedacht, weil am Anfang hat er fast gar keinen Schaden bekommen. Ich hätte ihn mehr heilen sollen. Aber eigentlich gedacht, wenn ich jetzt Aggro ziehe, dass ich den nochmal richtig gut hochhalte, totstelle und der dann den Rest macht. Aber das war ja nichts. Dann hat er den vorher umgehauen, bevor ich Aggro hatte und hat mich dann umgehauen. Naja, wie gesagt, wir probieren das an einer anderen Stelle nochmal. Ja, dann müsste das eigentlich gut sein. Hoffe ich mal. So. Wo ich in der letzten Folge den WoW-Error hatte, musste ich dran denken, dass wir damals recht oft WoW-Errors hatten. Dann haben wir stundenlang teilweise daran gesessen, warum jetzt ein Error war, was wir falsch gemacht haben oder was das Spiel jetzt von uns will und ja, aber mittlerweile geht es eigentlich mit dem WoW, also beim letzten Mal so, was ich gespielt, ja, in Mr. Pandaria war gar nicht so viel. Ich weiß, in Katas waren auch oft welche. Noch in Wattelkar waren viele. Mr. Pandaria kann ich mich kaum an welche erinnern. Und jetzt Dreno eigentlich auch nicht. In Legion habe ich jetzt so lange gespielt. Ich auch nicht an WoW-Error erinnern. Allerdings von da bis heute sind ja auch die ist ja auch die Computertechnik weiterentwickelt worden und die Windows-Technik. vielleicht liegt sie auch daran. Obwohl, ich habe jetzt Windows 10 auf dem Rechner hier.
Ja, muss ja nicht unbedingt daran liegen. Und damals hatten. Oh, was hatte ich denn damals? XP, glaube ich, noch. Minus XP. Hat man mit Burning Crusade noch. Oh, das fühlt sich so falsch an, als wenn das gar nicht stimmt, aber das war, ne? Minus XP. Habe ich mir irgendwann. Haben wir uns einen neuen Computer gekauft, hat schon Windows XP drauf. Allerdings funktionierte das dann mit dem Arbeitsspeicher nicht, weil ich dann, ich glaube, 4 GB Arbeitsspeicher hatte, aber der hatte nur 2, oder 3, irgendwas angezeigt. War schon überlegen, ob das funktioniert, habe Foren durchwälzt, bis ich dann irgendwann gelesen hatte, 4 GB Arbeitsspeicher funktioniert erst dann richtig, wenn man ein 64-Bit-System hat. Okay, Windows XP 64-Bit gesucht. Gefunden. War teuer. Ich dachte, gut, bleibst dann bei 32-Bit. Lässt er das? Habe ich dann auch. Hatte ich mir irgendwann noch ein paar andere Sachen geholt, weil dann, ich glaube, was ist kaputt gegangen? Ich glaube, ein Netzteil ist kaputt gegangen oder das Mainboard. Ich glaube, mein Mainboard ist damals kaputt gegangen. Ich musste mir ein neues Mainboard alles kaufen. Naja, Arbeitsspeicher. Und Grafikkarte musste ich, glaube ich, auch neu kaufen, weil ich hatte damals noch eine uralte Grafikkarte, die gar nicht mehr auf das Board passte. Und dann habe ich mir direkt auch Windows XP, Windows 7 geholt. Weil Vista fand ich doof, das hatte ich zwar auch auf meinem Laptop damals, aber das war nicht das Wahre. Beziehungsweise ich habe mir noch Windows XP habe ich vorher noch drauf gemacht. Und dann habe ich mir irgendwann 7 geholt. Und preislich ging das. Dann habe ich geguckt, dass es auch 64-Bit ist. Puh, das war echt eine Veränderung. Weil gefühlt war der Rechner schneller. Weil ich konnte den ganzen Arbeitsspeicher nutzen. 4 GB. Und ja. Das war schon cool. Dann habe ich eine Zeit lang immer mit 2 Grafikkarten gespielt. Nur, ich weiß nicht, ob es jetzt. Irgendwann wurde eine anscheinend zu warm und hat sich verabschiedet. Dann hat dann also die Hälfte des Bildes oben noch funktioniert. Und die untere Hälfte blieb stehen. Weil ich dann am Computer laden, das erzählte man, ja, kann da eine Grafikkarte liegen und ja, das ist oft problematisch, weil die sich gegenseitig aufwärmen. Ja, man könnte die einschicken. Gesagt, getan, habe ich die eingeschickt. Und ich glaube, Monat oder 1,5 Monate später bekam ich dann eine Ersatzkarte von Nvidia. Das hat auch tadellos wieder funktioniert. Bis dann irgendwann mein Netzteil abgeraucht ist und der dann beide Grafikkarten mitgenommen hat. Oder das dann beide Grafikkarten mitgenommen hat. Ja, dann habe ich nochmal mit Nvidia habe ich mich in Verbindung gesetzt. Den geschrieben, so und so, so und so. Ach, ja, dann liegt das ja nicht an der Grafikkarte, dann liegt es ja im Netzteil. Und die Netzteilbetreiber, aber das Netzteil schon so alt war, haben gesagt, ja, es ist leider keine Garantie mehr auf ihrem Netzteil. Und dann ist mit den Grafikkarten, das sind sehr wahrscheinlich sie selber schuld und dafür können wir nicht aufkommen und bla 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 bla. Ende vom Lied. Musste mir eine neue Grafikkarte kaufen und ein neues Netzteil. Weil Nvidia sagt, das Netzteilproblem. Tut uns leid, dafür haften wir nicht. Netzteilbetreiber sagt, ist zu alt. Selber schuld. Dafür haften wir nicht. Tja, muss ich selber verhaften. Ja, aber ich bin Nvidia treu geblieben. Ich habe mir dann wieder eine Nvidia gekauft, nur ich weiß nicht mehr, was für eine. Ich hatte lange die 8600, dann habe ich mir, glaube ich, irgendwann die 8800 gekauft, weil die im Angebot war. Und das war ja damals der Oberburner, ne? Das war ja Ultra Grafikkarte. Naja, auf jeden Fall,
sind wir jetzt schon wieder bei Windows 10. Ich hatte irgendwann das Update dann gemacht, letztes Jahr. Als man das machen konnte, auf jeden Fall. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Ich guck mal, ob wir dann hier wieder starten oder ob wir dann irgendwo anders starten. Ich weiß es noch nicht. Dann lasst euch überraschen, wo wir starten. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.